Assalamu alaikum und marhaban Ostiqai. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt fleißig geübt, denn heute haben wir einen Test und ich werde es euch erklären. Ich weiß, es ist sehr durcheinander, deswegen fangen wir mal von, oder gucken wir lieber rechts oben. Iyaka na'budu. Habt ihr es gefunden? Okay. Iyaka na'budu. Unten habe ich geschrieben, was die beiden bedeuten. Jetzt die Aufgabe ist, finde die Verben heraus. In diesem Satz gibt es ein Verb. Ihr müsst es herausholen. Der nächste Satz. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Habt ihr das Verb gefunden? Dann schreibt es euch auf. Und dann alladhina yu'minuna. Alladhina yu'minuna. Wo ist das Verb? Natürlich ist es hier sehr einfach, weil ich alles hier übersetzt habe, aber das Schwere wird danach kommen. La yash'uruna. La yash'uruna. Und jetzt gehen wir wieder nach oben, links. Kulu min at-tayyibati. Kulu min at-tayyibati. Jetzt gehen wir runter. Amila salihan. Amila salihan. زينا السماء الدنيا زينا السماء الدنيا und dann das letzte unten وقالوا لجلودهم وقالوا لجلودهم das nächste ganz links استجيبوا لربكم استجيبوا لربكم und dann runter يقبل التوبة يقبل التوبة Natürlich, wenn man am Ende, wenn das Wort am Ende ist, dann sagen wir nicht Taube Ta, also dieses Ta am Ende, weil die Araber stoppen auf ein Saken, auf einen Stopp, eben diesen Sukun. Ja? Und deswegen يقبل التوبة. Aber ich will euch sagen, dass da ein Fett hat. Warum? Falls ihr euch fragt, warum, das werden wir später noch lernen. Und dann das letzte. وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ Diese Aufgabe ist mehr so, damit ihr euch aufs Schreiben lernt und damit ihr mehr Wörter lernt. Bestimmt habt ihr hier neue Wörter gelernt oder gefunden. Diejenigen, die vielleicht wütend sind, dass ich jetzt hier so religiöse Sätze genommen habe, verzeiht mir aber, die arabische Sprache, die nimmt man eben vom Koran. Und deswegen muss ich eben Beispiele aus dem Koran holen, weil durch den Koran lernen wir die Sprache. Und deswegen vom Koran. Jetzt gehen wir zum nächsten Teil, Nummer 2. Konjugiere die Verben in die anderen beiden Zeiten. Also, du musst wissen, in welcher Zeit ist dieses Verb? Ist es in der Vergangenheit, Gegenwart? Oder in der Befehlsform. Und dann nachher wandelst du konjugierst du das Verb in die anderen beiden. Es ist Vergangenheit, musst du es auf Gegenwart und auf Befehlsform konjugieren. Und das könnte ein bisschen schwer sein, aber vertraut mir, Übung macht den Meister. Dann kommen wir zum dritten, und zwar nutze jedes Verb in einem passenden Satz. Ich glaube, da ihr jetzt hier B1 seid, dass ihr das einfach machen könnt. Natürlich, damit ihr sicher seid, könnt ihr es mir gerne in den Kommentaren schreiben. Ich versuche es zu korrigieren. Somit ist das Test, also somit habe ich es erklärt. Und ich wünsche euch viel Spaß. Ma'assalama, assalamu alaikum und viel Erfolg.